Okay, Schlagzeug, gib's mir! Koch, du störst! Hast du einen neuen Plattenvertrag oder warum machst du hier die Welle? Kommt alle mal her, ich muss dir was zeigen. Okay, schau ich das mal an. Das Schwein krieg ich! Hast du noch mal mit deinem Sohn gesprochen? Gestern, ich war mit ihm bei Köbi. Da sehe ich dich aber selten. Na, man kommt manchmal so dazu, mit seinem Sohn ein Bier zu trinken. Sag mal, war das schlimm für dich? Der eigene Sohn auf der Wache als Verdächtiger? Verdächtig oder nicht, es bleibt immer dein Kind. Ja. Darf ich Sie bitten, Frau Jansen? Ja, tu nur so dermaßen die Knochen weh, du. Fußball ist einfach nicht mein Spiel. Au! Herzlich willkommen zum Spätdienst, meine Damen und Herren. Das Wichtigste gleich zu Beginn. Man hat mich eben telefonisch informiert, dass wir Besuch vom Innenministerium bekommen. Frau Schatz hat sich zur Inspektion angekündigt. Heute? Heute, ja. Ich konnte Krause leider nicht mehr erreichen, aber ich nehme an, wir kommen auch ohne ihn aus. Hm? Was soll schon passieren? Ist doch alles in bester Ordnung. Ja, du, das warte mal ab. Frau Schatz ist mir bekannt, ja? Und an Sachen Pedanterie übertrifft sie unseren Werten Krause bei Weitem. Also leert eure Papierkörbe und Aschenbecher und klebt freundlicherweise die Kaugummis mal woanders hin. Ja? Hans, Schießerei in der Konzerthalle, keine Verletzten, aber der Täter ist flüchtig. Verstanden. Theo, teilst du deine Leute ein? Ja. Didi und Sarah, ihr geht mit Theo. So. Uns bleibt auch noch was übrig. Und zwar, heute Morgen wurden wieder zwei Einbrüche im Malerviertel angezeigt. Im ersten Fall wurde die Streife von den Bewohnern eines Einfamilienhauses gegen 7 Uhr gerufen. 2 Stunden später wurde von einem Ehepaar, das gerade aus dem Urlaub zurückkam, ebenfalls ein Einbruchdiebstahl angezeigt. Okay. Judith, Jojo, Fußstreife. Es muss sein, ne? Und haltet bitte die Augen offen, denn der oder die Täter scheinen rund um die Uhr zu arbeiten. Genau wie wir. Ja. So, das wär's dann. Danke. Was hat der Hall denn da wieder angestellt? Er braucht das mal. Er ist ein neuer Boss hier. Was machen Sie hier, wenn ich fragen darf? Ich bin der Mixer. Wir waren mitten im Soundcheck. Da ballert er plötzlich 2 Schüsse auf uns. Können Sie den Mann beschreiben? No way, wir haben ihn nur noch wegflitzen sehen und Hall hinterher. Welche Richtung? Da lang. Eddie. Hör mal, der Mann ist wahrscheinlich noch hier. Komm mal mit.
Und? Nichts! Keine Bewegung, Polizei! Ah, ich bin Kurt Hall, Manager von Rampage. Irgend so ein Verrückter hat auf uns geschossen und versucht, unseren Gig zu kippen. Schön stehen bleiben. Und Sie glauben, der ist noch hier? Ja, irgendwo hier im Gebäude, Mann. Es gibt keinen Fluchtweg. Hören Sie, wir müssen heute Abend auftreten. Der Typ versteckt sich hier irgendwo. Finden Sie ihn! Der kann uns viel erzählen. Eben. Pass auf, vielleicht läuft er dir in die Arme. Eddie, bleib du bei ihm. Stehen bleiben! Scheiße. Er hat sich auf alles vorbereitet. Ja, leider. Fußstreife, wie ich das hasse. Da kommen meine Talente überhaupt nicht zur Geltung. Och, das tut mir aber leid. Na, was machst du denn hier? Kann ich dir helfen? Na komm, 1, 2, 3, hopp, sassa. Aber nur schön auf dem Bürgersteig fahren, hörst du? Siehst du? Wenn du die Einbrecher schnappst, dann führt Krause bestimmt wieder die Fahrradstreife ein. Für dich, als Belohnung. Sarah und Didi, kümmert euch um die Band und die anderen Vögel da. Ich fahr zurück zur Bar. Eddie. Ja? Du vernimmst die Leute, ja? Ja, ist gut. So, und Sie kommen bitte mit. Verdammt, was soll das denn jetzt? Ich habe hier ein Konzert vorzubereiten, okay? Ich muss mich um meine Jungs kümmern. Jetzt hören Sie mal zu, da ist auf Sie geschossen worden. Das könnte ein Mordversuch sein. Ach Quatsch, das waren Warnschüsse und sonst nichts. Was waren das, Warnschüsse? Wie kommen Sie denn darauf? Keine Ahnung. Hören Sie, ich bin hier unabkömmlich. Für heute Abend haben sich die Produzenten von 4 großen Plattenfirmen angesagt. Haben Sie eigentlich eine Ahnung davon, wie schwer es ist, mit solchen Leuten Kontakte zu machen? Wie schwer ist es, denn neue Musiker zu finden, wenn einer erschossen wird? Und jetzt kommen sie. Nee. Finde ich total klasse. Für mich der absolute Sieg. Hey! Stehen bleiben! Komm! Hey, Franz! Was machst du denn hier? Reiche Beute gemacht, ne? Du kennst den? Hey, ich wohne hier, ja. Ja, klar, wie immer. Ach so, darf ich vorstellen, das ist Franz Altendonk. Einbruchdiebstahl. Allein 4-mal erwischt im letzten Jahr. Hab ihn selbst schon festgenommen. Echt? Kann mich gar nicht an deine, ihr Gesicht erinnern. Ich kann das aber erklären. Ich wohne hier wirklich. Sie müssen mir das glauben. Ja, klar, der Abstieg, der war nur zu deinem Training. Hm? Seht doch nach, Scheiße. Das machen wir auch. Genau. Absagen? Wissen Sie, was das für uns bedeutet? Die ganze Werbung, Plakate, Pressemitteilung, alles umsonst? Ich kann die Show unmöglich absagen. Herr Hall, Ihr Standpunkt als Manager in allen Ehren, aber da läuft ein potenzieller Attentäter rum. Dass das nicht geht, müssen wir doch einsehen, oder? Komm, Kerl, mal auf! Oh, ich schau dem Schnauze! Hey. Ich schmeiß das Schwein raus! Ausbrechen mir den Arm! Beruhigen Sie sich, dann lasse ich Sie los! Jetzt reißen Sie sich mal zusammen! Ich krieg noch 5 Monatsmieten von dem. Wie? Du wohnst ja wirklich hier. Wohnen! Der benutzt meine Wohnung für seine krummen Geschäfte. Die anderen Mieter, die heulen mir schon die Ohren voll. Überall, wo man nur hintritt, hier dieses langhaarige Gesocks. Ja. Los, gehen Sie mal rein. Das ist eine Drogenhöhle da drin. Ja, gehen Sie rein. Gucken Sie sich das an. Der spinnt ja total. Ja, komm, mach mal die Tür auf. Hey, was soll das? Der will mir ja nur was anhängen. Und außerdem... Ja, was? Bin ich nicht zum Aufräumen gekommen. Aufräumen! Der und Sie halten jetzt die Luft an! Und du machst die Tür auf.
Mich stören deine Schweißsocken nicht. Dich etwa? Und was ist mit meiner Miete? Jetzt gehen Sie endlich. Wie? Ich meine, ich kriege das Geld aber noch. Irgendwann muss das doch mal sein. Das kann doch nicht ständig sein. Kannst du mir vielleicht sagen, warum der auf euch geschossen hat? Wissen Sie's? Kein Mensch ballert ohne Grund auf die Leute. Haben die Jungs irgendwelche Feinde? Ich meine, Gläubiger, Konkurrenten, Neider, irgendwas. Man muss doch einen Grund geben. Und ist bei der Aktion irgendjemand verletzt worden? Ja, nur ein Scheinwerfer getroffen. Gibt's irgendeinen Grund, warum der auf euch geschossen hat? Habt ihr Feinde? Dann nur Hörnis in ihr Fahrtrock abfahren. Das sind ungefähr 95% der Bevölkerung. Also nochmal von vorn. Hall hat den Soundcheck abgebrochen, ja? Warum? Was weiß ich. Der wedelte uns ganz aufgeregt mit so einem Zettel vor der Nase rum und brammelte was von Ärger. Das sah aus wie ein Brief. Aber das ist doch schon mal was, ne? Danke. Ich darf, ne? Okay, Jungs, genug gequatscht, wir machen weiter. Wieso hast du vorhin eigentlich nicht geschossen? Das hätte der Falsche sein können. Hast du schon mal auf einen Menschen geschossen? Nein. Schmidi, hör mal. Ich habe hier eine Info für Theo. Ja, könnte ihn sehr interessieren, denke ich. Ein Brief, sagst du? Und Hall soll davon nichts mitbekommen. Ja, okay, ich sag Theo Bescheid, so wie er reinkommt. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Schatz, Innenministerium. Ich möchte gern zu Herrn Krause, ich bin angemeldet. Ja, der Herr Krause ist gerade dienstlich unterwegs. Ja, aber er wird jeden Moment da sein. Darf ich Sie schon mal in sein Büro führen? Sie dürfen, junger Mann, Sie dürfen. Fahren wir wieder. Schicken die Spurensicherung vorbei? Ja, ich denke schon, irgendwer muss sich ja um die Kugel kümmern, ne? Hey, warten Sie mal kurz. Was ist? Vielleicht hat sie ja nichts zu sagen, aber wir waren schon mal hier in der Stadt und... Ja, Augenblick. Geht mal schon zum Wagen, ich komme gleich, ne? Hat er dich doch erwischt? Glücklicherweise nicht. Erzähl mal. Von einem Jahr. Ja, genau, von einem Jahr war das. Da hatten wir hier auch einen Gig. Hier? In der Halle hier? Ja, das war verstärkt. Der erste Gig in der Größenordnung. Und die Bude war voll, echt. Und alle haben getobt. Klar. Und? Naja, du weißt doch, wie das ist nach so einem Gig. Du bist total aufgedreht. Das ganze Adrenalin wummert dir nur noch im Schädel herum. Und du willst nur noch Party, bisschen saufen und gucken, was man sonst noch so losmachen kann. Ja klar. Und? Und die ganzen Keulen, vor allem die ganz Jungen, die machen dich total an. Ja, die wollen mit auf Tour. Rock'n'Roll, verstehst du? Groupies. So wie Madonna bei den Stones. Ja, und? Die machen echt alles dafür. Also auch körperlich. Verstehen Sie? Naja, und da war auch so eine, so ein Küken, vielleicht 14. Die hat echt jeden angemacht. Und plötzlich wollte sie nicht mehr. Naja, da ist es dann passiert. Was ist passiert? Habt ihr sie vergewaltigt oder was? Ja, wohl schon. Wer? Es ist durchaus möglich, dass der Täter einen zweiten Versuch unternimmt. Warum sollte er? Ich sag Ihnen, das ist irgendein Verrückter, der uns Angst einjagen will. Sonst nichts. Ja. Warum? Warum sind Sie denn über den Balkon geklettert? Na, was würden Sie denn machen? Mit so einem Verrückten vor der Tür? Stimmt es, dass Sie ihm so viel Miete schulden? Weiß nicht. Bin schlechter Buchhalter. Trotzdem, als Vermieter hat er Anspruch auf sein Geld. Ist mir wurscht. Die ganzen Wohnungen hier sind total vergammelt. Wenn hier einer asozial ist, dann das Schwein von Vermieter. Was machen Sie denn beruflich? Aber das war keiner von den Jungs aus der Band. Ich kenne die Jungs, das sind ganz liebe. Die kenne ich schon seit dem Kindergarten. Hm. Und woher beziehen Sie Ihre Waren? Von jedem, der was anzubieten hat. Und wie laufen die Geschäfte? Gut? Mal so, mal so. Sind Sie verheiratet, verliebt, verlobt, Freundin? Oh, oh. Was glauben Sie? Typen sind nicht. Wir reden schon. Bingo. Ulf? Ich brauche Fink und Maybach. Fink ist beschäftigt, eine Rauschgiftsache.
Ich weiß nicht, wie das in meine Wohnung kommt. Klar. Ich gehe doch nicht freiwillig im Knast. Wissen Sie, wie das ist, mit dem Arsch an der Wand entlang zu laufen? Was hast du denn hier freiwillig? Kleptomanie schon schlimm genug, aber Rauschgift? Mein lieber Freund, da sitzt du ganz schön tief in der Scheiße. Wovon reden Sie eigentlich? Ach komm, hör doch auf, wir kennen dich doch. Verkrachter Student, Resozialisierung im Arsch und so weiter und so weiter. Vergiss es, reine Zeitverschwendung. Hey, was ist denn das? Aha. Ist das deine Freundin? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Jojo. Schau mal nach, ob der Computer was hier gibt. Der Name steht auf der Rückseite. Kommen Sie mit. Hans? Ja? Gehst du bitte mit ihm in mein Büro? Sicher. Na? War was? Wir hatten eine kleine Schießerei ohne Verletzte in einer Konzerthalle und... ach so, Frau Schatz wartet in ihrem Büro. Was? Frau Schatz? Die Frau Schatz? Um Gottes Willen. Herr Halt, können Sie mir sagen, warum Sie wichtige Informationen zurückhalten? Was für Informationen? Moment mal, Sie erwarten von uns, dass wir einen reibungslosen Ablauf von Ihrem scheiß Konzert garantieren. Und was machen Sie? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Und was war das für ein Brief, den Sie der Band zeigen wollten? Ach, das? Das war nur so ein dummer Jungenstreich, nicht weiter wichtig. Der klemmt an meinem Auto hinter dem Scheibenwischer. Herr Hall, jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit so einem Schwachsinn wie dummer Jungenstreich. Ist das klar? Frau Schatz, ich grüße Sie. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir uns hier nicht häuslich einrichten. Sehen Sie, Sie machen Ihren Job, ich mache meinen. Meine Aufgabe ist es zu prüfen, ob sich hier alles in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Deshalb schlage ich vor, dass wir in der hier aufgelisteten Reihenfolge vorgehen. Falls Sie irgendwelche Einwände oder Vorschläge diesbezüglich haben, bitte zögern Sie nicht, sie zu äußern. Hm? Also. Jetzt hör mir mal gut zu. Es hat ja keinen Sinn, den Unschuldigen zu spielen. Wir halten hier so lange fest, wie wir dich brauchen. Ist das klar? Na, sieh mal einer an. Unser Freund ist Hardrock-Liebhaber. Ach, nee. Na und? Und wem willst du denn da heute hingehen? Sag mal, Ulf, was ist denn das? Blumenerde und Blumentöpfe. Jetzt wollen Marihuana anbauen, ne? Na, lass dich mal nicht erwischen, du. Sehr witzig. Haben Sie den Umschlag noch? Den habe ich weggeworfen. Wieso geben Sie den Brief nicht einfach ins Labor? Da kommt er schon noch hin, keine Sorge. Aber wir brauchen nicht für alles ein Labor, wissen Sie? Der Brief bestand wirklich nur aus dieser einen Seite. Hier werdet ihr kein Leben mehr vernichten, jetzt seid ihr selber dran, sonst nichts. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der Brief ernst gemeint ist. Das ist irgend so ein Spinner, ja, der... Spinner. Der Mann hat zweimal auf Sie geschossen. Wissen Sie, wie viele Leute so ein Spinner verletzen kann, wenn der Saal voll ist? Ja, dann müssen Sie uns eben Polizeischutz geben. Wofür zahlen wir schließlich Steuern? Dafür, dass wir unter gewissen Umständen Konzerte verbieten, zum Beispiel. Andererseits, wenn der Brief wirklich von dem Schützen ist, dann meint das ernst. Wenn wir aber das Konzert absagen, verpassen wir vielleicht die einzige Chance, den Mann zu fassen. Genau. Ja. Aber das Risiko. So. Der Computer hat was ausgespuckt. Anna Olber, 2 Verurteilungen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Mhm. So, mein Freund, jetzt mal Klartext. Was hast du mit dieser Anna? Nichts, sag ich doch. Ach nee, und warum hast du ein Foto von ihr? Du hast nicht vielleicht ganz zufällig vor, mit ihr auf das Konzert zu gehen. Ist ja schon gut, was soll's. Ist das strafbar? Wo und wann seid ihr verabredet? 19:30 vor der Halle. Na bitte, sag ich doch. Das ist doch was. Das wird eine Überraschung für Sie werden. Also, Herr Krause, ich muss schon sagen, ja. Alles, was ich bisher gesehen habe, ist in einem durchaus annehmbaren Zustand. Vielen Dank. Und bestätigt mich in meiner Auffassung, dass dergleichen Inspektionen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden sollen. Ja, sehr viel Zeit haben Sie uns ja nicht gelassen. Ich bin raus! Kapiert ihr das nicht, Herr Schwein? Lasst mich raus! Ich bin Anwalt! Herr Krause, eine saubere Zelle ist zwar ganz gut und schön, aber die Rechte der Gefangenen sind mir ebenfalls ein Anliegen.
Entschuldigung, Herr Krause. Also in diesem Punkt muss ich Sie korrigieren. Von Gefangenen kann in unserem Fall absolut keine Rede sein. Die in Gewahrsam genommenen Personen werden entweder, wie vorgeschrieben, nach wenigen Stunden entlassen oder dem Haftrichter zugeführt. Alles Weitere ist Sache der Justiz. Wenn ich Sie jetzt vielleicht bitten darf, mir jetzt zu folgen. Fährt wie eine Wildsau, Alter. Halt die Klappe, Alter. Ja, und? Das ist eine Rauschgiftsache. Wir halten ihn hier fest und ich gehe stattdessen zum Rampage-Konzert. Der ist dort mit seiner Freundin verabredet. Ja, dann brauchen wir dich nicht bei der Einsatzbesprechung. Wir können uns auch vor Ort verständigen. Mach dich auf die Sorgen. Okay. Eddie, hast du was rausgekriegt? Ja. Was sagst du eigentlich zu dem 1:5 von Bayern? Ach, hör doch auf, diese Gurkentruppe. Rampage! Herdog, das ist der absolute Wahnsinn. Ja, hab ich schon von gehört. Die sind super, die Jungs. Hans, pass mal auf. Meine Leute, ein paar von deinen in Zivil und die übliche Anzahl in Uniform. Was meinst du? Naja, wenn wir das Gelände und den Parkplatz schon auch völlig abriegeln, würden wir nicht verschrecken. Und die Leibesvisitation am Eingang machen dann auch wir, statt der Ordner. Es reduziert das Risiko wenigstens. Leibesvisitation, schöpft ihr da nicht Verdacht? Nee, das ist schon üblich. Wir müssen es machen. Okay. Der Grund für diese Einsatzbesprechung ist eine anonyme Drohung gegen die Rockband Rampage. Ist das richtig so? Rampage. Ja, also das Konzert dieser Rampager findet in wenigen Stunden statt und aus diesem Grund übernehmen wir die Sicherung. Ja. Heute gegen 2 Uhr betrat ein Mann die Halle und schoss 2-mal auf die Band. Es wurde aber niemand verletzt. Offensichtlich handelt es sich um gezielte Warnschüsse, denn uns liegt außerdem ein anonymer Brief vor. Hier werdet ihr kein Leben mehr vernichten, jetzt seid ihr selber dran. Da mag einer eindeutig keinen Hardrock. Ja. Wir müssen versuchen, den Täter vor dem Konzert zu finden. Die Aussichten sind zwar nicht berauschend, aber das Gelände wird ab sofort verdeckt überwacht. Jena und Arendt, ihr übernehmt die Leibesvisitation am Eingang statt der Ordner. Erhard und Thiele werden euch dabei unterstützen. 6 weitere Beamte in Uniform werde ich dann später noch einteilen. Gut, das wäre es von meiner Seite. Könnt ihr bitte noch einen Moment zuhören? Der Manager hat sich eine private Leibgarde angeheuert. Ich habe keine Ahnung, was für Typen das sind, also haltet ein bisschen die Augen offen. Wenn jemand eine Waffe dabei hat, dann muss für den am Eingang Endstation sein. Klar? Und denkt daran, handelt äußerst vorsichtig und zurückhaltend. Und denkt an die Eigensicherung. Gut. Noch etwas. Der Einsatz heute Abend wird die Belegschaft auf der Inspektion drastisch verringern. Trotzdem, Wolf, ich möchte dich gerne dabei haben. Sarah übernimmt so lange die Theke. Wenn alles glatt geht, und davon gehe ich aus, kommen wir ohne große Überstunden hin. Warum Ulf und nicht ich? Du, ich brauche Leute mit Erfahrung da draußen. Aber ich kenne das Gebäude, die Räume. Ja, aber... Ja? Aber vergiss nicht, du bist dienstlich da und nicht zu deinem Vergnügen. Okay, Chef. Ich bin gespannt, wie das wird heute Abend. Ich war noch nie auf so einem Konzert. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich bin dabei! Ja, ich glaube, wir hatten alle einen anstrengenden Tag. Und er ist noch nicht zu Ende. Ich hoffe, es war alles zu Ihrer besten Zufriedenheit. Das können Sie alles in meinem Bericht lesen. Wann kann ich mit ihm rechnen? In 2 Wochen etwa. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Ihre Dienststelle, wenn auch nicht vorbildlich... Nicht? ...so doch immerhin durchschnittlich ist, was den Zustand der Räumlichkeiten anbetrifft. Nähere Einzelheiten können Sie dann aus meinem Bericht entnehmen. Also, dann. Noch etwas. Sie sollten ein wenig Ordnung in Ihre kleine Sukkulentensammlung bringen bei Gelegenheit. Und den Schreibtisch säubern. Wiedersehen. Durchschnittlich. Zicke. Und das Bild sollte ausgetauscht werden. Hm? Wow, wow! Wow, wow, oh, wow! Wow, wow, wow! Wow! Sieht's aus? Alles klar? Marco, alles klar? Wunderbar. Ich lasse die Leute rein. Viel Spaß. Thank you.
Hi. Hi. Na, oh, wie ist es? Oh, Lea. Lass uns mal nach vorne gehen. Mal langsam, ja, die Arme hoch. Moment, Moment, die behalten wir gleich hier. Was soll denn das sein? Hier gibt's doch das letzte bisschen. Nur die Damen. Okay, die Damen hier. Halt, hier das? Was, wieso? Komm, gib mir die Tasche. Wieso denn? Mach hier keinen Tanz, gib mir die Tasche und komm mit. Hey, 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 Moment mal! Was soll denn das? Hey, hat Messer! Ja, ist in Ordnung. Ja, ist okay. Willst du das? Los. Theo? Theo? Gib mal her. Jojo, hörst du mich? Warum antworten die denn nicht? Frequenzstörung. Scheiße, die Gitarristen sollten über Kabel gehen. Was machen die Idioten? Fucken ihr Geschrammel durch die Gegend. Ah, geh mal rein, ne? Was, da willst du rein? Na sicher, mal sehen, was der wert ist. Einiges. Und? Wie war's? Sind Sie zufrieden mit der Inspektion Brauerstraße? Naja, hätte besser gehen können, aber wir haben sie überstanden. Nur, daran habe ich nicht gedacht. Oh. Austauschen. Ja. Ah, da bist du ja. Und nun? Schaff mir einen Ulmer her. Krause? Herr Krause? Ja, Fichtner hier, LKA. Fichtner? Ah, ach so, ja, 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 ich erinnere mich an Sie. Kann es sein, dass Sie in diesem Moment irgendwelche Ermittlungen auf dem Rampage-Konzert durchführen? Ja, stimmt. Wieso? Herr Krause, Ihre Leute pfuschen uns damit gerade in eine Undercover-Aktion. Ein Jahr Arbeit steckt da drin. Wenn die Sache schiefläuft, dann ist der Teufel los, das verspreche ich Ihnen. Herr Fichtner, beruhigen Sie sich bitte und sagen Sie mir erstmal, wovon Sie überhaupt reden. Ich rede davon, dass wir an Kurt Hall dran sind, Herr Krause. Der versorgt nämlich die ganze Szene mit Stoff. Wir ermitteln auch schon seit einiger Zeit verdeckt und bis eben dachten wir, dass wir auch bald seine Hintermänner haben werden, aber das kann ich ja jetzt wohl in den Wind schreiben. Denn da tauchen plötzlich Ihre Leute auf und veranstalten einen solchen Zirkus. Herr Fichtner, mit meinen Leuten können ja eigentlich nur die Kollegen Maybach und Severin gemeint sein, denn die leiten den Einsatz und die veranstalten bestimmt keinen Zirkus, denn sie sind absolut fabelhafte Beamte. Dass wir von Ihrem V-Mann nichts gewusst haben, ist vielleicht ein Kompliment an Sie, aber das können Sie uns doch nicht zum Vorwurf machen. Wir sind ja schließlich keine Hellseher.
Wissen Sie was, ist mir völlig Schnuppe. Ich will, dass Ihre Leute zurückpfeifen, und zwar sofort. Also gut, ich werde mit dem Kollegen Maybach reden, nur ich bitte Sie in Zukunft, mir gegenüber einen anderen Ton anzuschlagen. Herr Fichtner. Wiederhören. Das darf doch nicht wahr sein, diese Idioten. Ich brauche sofort Kontakt zu Hans. Ja, tut mir leid, Funkstille seit ein paar Minuten. Was tut? Ja, aber Kinder, das geht nicht. Das LKA hat mich gerade informiert. Die ermitteln verdeckt gegen diesen Bandmanager. Das müssen unsere Leute wissen. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Verbindung. Da laufen zwei Operationen gleichzeitig. Das darf doch nicht wahr sein. Wissen Sie, wie wir uns blamieren, wenn wir dem LKA die Tour vermasseln? Kürbis 5021 von Kürbis 5001 kommen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Du meinst, ob er drin ist, oder was? Ich habe zum Schluss den Überblick verloren. Das Chaos war perfekt. Bei mir war auch nicht die ganze Zeit dicht. Ich mache dir keinen Vorwurf. Mit der Waffe vor alles. Vergiss es! Fallen lassen! Ganz langsam. Fallen lassen! Meine Breite. Ey, was soll das? Pass auf! Hans! Du, Judith und Didi sollen Sarah sofort auf die Wache bringen. Das Mädchen hat einen ganz schönen Schock. Ja, Hans, Hans, komm her. Der Tod ist unter Umständen ein Kollege. Was? Weißt du irgendwas von einem verdeckten Einsatz parallel zu unserem? Nichts. Oh Gott. Auf jeden Fall müssen wir Krause informieren.
Willst du oder soll ich? Na, komm, lass mich das machen. Ja, hallo? Oh, Hans! Fein, endlich. Ja, du hör mal zu. Das LKA hat mich eben angerufen. Was? Was? Ja, das ist... Wie konnte denn das passieren? Vielleicht hat er eine Frau. Und Kinder. Sarah. Stell dir vor. Kinder. Daran darfst du jetzt nicht denken? Ich hab das nicht gewollt. Hey. Hey, du. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ich... Vielleicht... Vielleicht hätte ich genauso reagiert. Ja, alles klar. Ja, hab verstanden. Ja, klar, mach ich. Und was meint der Chef? Na ja, wir sollen die Presse raushalten. Von unserem Einsatz dürfen die natürlich nichts erfahren. Polizistin erschießt Unschuldigen, naja. Übliche Blabla eben. Ich weiß gar nicht, wie er sich das vorstellt. Ja, am besten fahren wir gleich rüber in die Brauerstraße. Hm? Oder? Hey, komm, diese verdammte Ziege, die knöpfen wir uns vor. Sag mal, der ist doch verheiratet. Man, überleg mal, wie lange der im Untergrund war. Man, welche Frau bekommt denn sowas schon geregelt? Mit denen? Das ist lange vorbei, glaube ich. Na, jedenfalls haben sie diesen Manager. Vielleicht kriegen wir den weich. Und man kann doch sein, dass er die Namen von seinen Lieferanten ausspuckt. Naja, ist ja eh schon egal. Was? Naja, hier steht. Verheiratet. Das kommt also heute auch noch auf uns zu. Die LKA-Leute werden versuchen, dich auseinanderzunehmen. Aber ich werde dabei sein, das verspreche ich dir. Meinst du, dass du es durchstehen kannst? Ja? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Hans, kommst du bitte mal? Und, wie geht's dir? Ja, den Umständen entsprechend. Was gibt's? Ich will da mal den Verdächtigen vernehmen, diesen Maler, du weißt schon. Willst du dabei sein? Ja, Augenblick. Ich komme sofort. Hm? Ja. Das ist der Mann! Ja, bist du sicher? Ich habe ihn doch verfolgt! Du bleibst hier. Wirklich? Komm, Sarah, komm, setz dich wieder rein. Komm. Sarah, beruhige dich. Ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm. Mein Gott. Fluchtversuch, Widerstand. Es wird immer schlimmer für sie. Es wird besser, wenn sie leben. Eine Polizeibeamtin hat sie wiedererkannt. Sie sind vor ihr geflohen. Damit haben wir eindeutig einen Zeugen. Ich heiße Heinz Mahler. Ich habe auf die Leute geschossen. Und ich habe auch den Brief geschrieben. Damit sie verschwinden. Warum haben Sie das getan? Wegen meiner Tochter. Raffaela. Ich wollte, dass sie verschwinden, diese Schweine. Hier werdet ihr kein Leben mehr vernichten, jetzt seid ihr selber dran. Das ist von Ihnen. Eins ist genug. Verschwindet aus der Stadt oder es wird etwas passieren. Was? Ja, so ging's doch weiter. Ich meine, der Brief. Das hier ist also wirklich nicht alles. Nein. Es waren zwei Seiten. Eins oder ein Kind ist genug. Verschwindet aus der Stadt oder es wird etwas passieren oder so ähnlich.
So ging's weiter. Wegen meiner Tochter. Mein Kind. Sie haben sie vergewaltigt. Moment mal langsam. Sie sagen, dass Ihre Tochter von einem Mitglied der Band oder jemand aus dem Umfeld vergewaltigt worden ist. Natürlich! Vor einem Jahr etwa, da war Rampage schon mal hier in der Stadt. Meine Tochter, die war auf dem Konzert. Und später... Warum haben Sie keine Anzeige erstattet? Wegen Vergewaltigung? Ich hab's doch auch erst später gemerkt. Da waren die längst über alle Berge. Diese verdammte Schande. Aber deswegen können Sie nicht auf Leute schießen. Ich habe nicht auf Sie geschossen. Ich wollte Ihnen Angst einjagen. Damit Sie verschwinden, diese Schweine. Ja, das war keine gute Idee, Herr Mahler. Ist Ihnen eigentlich klar, was noch alles hätte passieren können? Hm? Na gut. Das wär's fürs Erste. Gut, komm. Hast du eigentlich gewusst, dass der Brief zwei Seiten hat? Nee, nicht hundertprozentig, aber guck dir das mal an. Jemand hat vier Buchstaben wieder abgekratzt, dann bleiben also zwei Möglichkeiten. Entweder Mahler hat sich verschrieben, beziehungsweise verklebt. Oder? Oder jemand anderes hat die Buchstaben abgekratzt. Die erste Seite gibt ja auch einen Sinn, nur nicht den ganzen. Und wer wollte das Konzert unbedingt durchziehen? Kurt Hall. Genau. Mensch, Theo, du bist ein Genie. Jetzt übertreibst du aber. Auf jeden Fall kann Herr Hall sich auf einiges gefasst machen. Und Hans, wenn du mit den Leuten vom LKA sprichst, dann mache ich ihnen klar, dass sie in der Sache mit Sarah nicht unschuldig sind. Fichtner ist ein arrogantes Arschloch. Und wenn die uns nicht informieren, dann muss sowas irgendwann passieren. Okay, Theo, mach ich. Herr Maybach, ich glaube, Sie sind uns eine Erklärung schuldig. Ich weiß nicht, was die Aktion soll. Wir wissen schon, dass Sie Ihre Kollegin das auch mal einen kleinen Vorsprung verschaffen wollen. Den hat sie jetzt gehabt, oder? Wo ist sie? Ich glaube nicht, dass wir das hier ausdiskutieren sollten. Kommen Sie, gehen wir nach drüben. Meine Herren, bevor Sie mit der Vernehmung der Kollegin Jansen beginnen, möchte ich Sie über den augenblicklichen Stand der Dinge informieren. Das gilt auch für die seelische und körperliche Verfassung der Kollegin. Sie tun ja gerade so, als wollten wir der Kollegin was. Nein, ich habe noch solche Befragungen im Laufe meiner langen Dienstzeit des Öfteren erleben dürfen. Also wir können uns auch angenehmere Diensttätigkeiten vorstellen. Das glaube ich Ihnen sogar. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass die Kollegin unter Schock steht. Und dass ich es nicht zulasse, dass man Ihren momentanen Zustand ausnutzt. Also werde ich bei der Vernehmung dabei sein. Oder haben Sie was dagegen? Wenn Sie uns unsere Arbeit in Ruhe machen lassen. Okay, dann gehen wir. Okay. Haben Sie nun eine Waffe gesehen oder haben Sie gesehen, dass eine Waffe auf Sie gerichtet wurde? Sie hätten auf jeden Fall jemanden mitnehmen müssen. Seit zwei Stunden haben Sie die jetzt in der Mangel und da sagen die Leute immer, wir Bullen halten zusammen. Die doch nicht. Sie kriegen noch feuchte Hosen, wenn Sie Kollegen was anhängen können. Gut, dass Hans mit drin ist. Ich glaube, die würden Sarah sonst fertig machen. Wo bleibt die Antwort? Wenn es nicht schon ist. Sie war auf mich gerichtet. Wie haben Sie denn die Türe geöffnet? Einfach aufgerissen? Ich... Augen zu und durch. Aber... Wo war denn Ihre Eigensicherung? Schon mal gehört das Wort? Ich war... Sie waren was? Noch in Konzertlaune, ja? Ich war völlig alleine. Eben. Aber was hätte ich denn tun sollen? Sie hätten keine Polizistin werden sollen. Meine Herren, ich verbitte mir solche Ausfälle. Das war eine ganz klare Notwehrsituation. Halten Sie sich da raus, bitte. Sie sind ja persönlich betroffen. Ach ja? Sie etwa nicht? Frau Jansen, Sie haben fahrlässig einen Kollegen erschossen. Sie sind das klar? Ob fahrlässig oder nicht fahrlässig, wird der Ermittlungsrichter zu klären haben. Sie wollen doch nicht leugnen, Herr Maybach, dass ein schuldhaftes Verhalten dieser Kollegin zum Tod eines Menschen geführt hat. Schuld? Sie sprechen von Schuld. Sie hätten mir sagen müssen, dass ein Polizist früher oder später Schuld auf sich lädt.
Sie hat mich darauf vorbereiten können, dass es Situationen gibt, in denen man im Bruchteil einer Sekunde über Leben und Sterben entscheiden soll. Situationen, in denen allein der Überlebenswille darüber entscheidet, wer nun geopfert werden soll, das eigene Leben oder das des anderen. Haben Sie mich darauf vorbereitet? Nein, haben Sie nicht, können Sie auch gar nicht. Oder können Sie vielleicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was Sie in dieser Situation gemacht hätten? Vielleicht bin ich keine gute Polizistin. Vielleicht bin ich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Aber eines bin ich bestimmt. Ein Mensch, der nie wieder töten wird.